So, und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie aufwendig das denn ist. Was ist denn sozusagen der wesentliche Einflussfaktor für die Laufzeit bei diesem Verfahren? Genau, wie gut hier natürlich diese Aufteilung ist. Ja, stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt so eine Aufteilung, wo wir hier immer genau in der Mitte liegen. Was würden wir da rauskriegen? Da würden wir irgendwie eine geringe Laufzeit rauskriegen. Da können wir nur sowas rauskriegen wie beim Merge Sort. Und dann haben wir immer sozusagen genau in der Mitte aufgeteilt. Was ist denn hier Worst Case? Wenn wir alle Elemente verschieben müssen, das ja. Aber der Aufwand, der entsteht ja gar nicht so sehr dabei in diesen Partitionen. Der Aufwand entsteht ja sozusagen durch diese rekursiven Verschachtelungen, die wir jetzt haben. Hier haben wir ja irgendwie lineare Laufzeit, O von N. Was ist Worst Case sozusagen? Wenn der Best Case genau die Mitte ist, was ist denn der Worst Case? Wir gehen jetzt mal davon aus, alle Eingabeelemente sind verschieden. Ja, und T von N wird die Worst Case Laufzeit für ein Feld mit N Elementen. Das brauchen wir gleich hier in unseren Formeln, die wir da haben. Gucken wir uns mal an, wie das im Worst Case aussehen kann. Also, wenn Partition, wenn wir das nun rein zufällig gerade so wählen, das Element, anhand dessen wir da sortieren, dass es gerade das kleinste oder das größte Element ist, ja, dann kriegen wir eigentlich irgendwie sowas raus. Wir haben irgendwie eine Ausgangsfolge, bestehend aus n Elementen, und kriegen da eine Folge mit einem Element und eine Folge mit n minus 1 Elementen. Ja, machen jetzt sozusagen unseren rekursiven Aufruf. Hier müssen wir nicht viel tun. Und hier genauso. Auch hier teilen wir wieder auf in Folge von einem Element. Also wenn wir jetzt einfach unglücklicherweise dieses Pivot-Element so wählen, dass wir genau diese Situation rauskriegen. N minus 3. Und irgendwann geht das dann runter bis zu dem Fall, wo wir gerade nur noch zwei Elemente haben. Dann können wir entweder direkt, wenn wir es feststellen, können wir es direkt vergleichen oder wir liefern halt irgendwie wieder zwei einelementige Folgen da. Was brauchen wir denn da wohl an Zeit für, wenn wir genau diese Situation haben? Also dieser Zerteilungsaufwand braucht ja immer gerade O von der Anzahl der Elemente. Also hier hätten wir irgendwie n Elemente, hier hätten wir n minus 1 Elemente, n minus 2 Elemente, die wir halt irgendwie aufteilen müssen, bis halt dann irgendwie zu 2 Elementen. Ja, irgendwie Höhe hier können wir einfach mal so grob hinschreiben. Höhe ist ungefähr n. Also das können wir jetzt nachzählen und dann kommt da irgendwie sowas raus, wieder so eine arithmetische Reihe, wie wir das schon mal hatten. Das läuft auf einen quadratischen Aufwand hinaus. Sie können das Ganze auch ermitteln, wenn Sie von dieser Rekurrenzgleichung ausgehen. Und wenn Sie das auflösen, dann kommen Sie auch, im Prinzip mal so einsetzen, kommen Sie auch genau auf das. Also quadratische Laufzeit, das ist ja immer irgendwie blöd. Wann tritt das denn wohl definitiv auf? Wann haben wir den Worst Case? Was für eine Eingabe, was für eine Form muss die Eingabe da haben? Ja, wenn wir jetzt mit dieser Form von Partition, das ist ja irgendwie das Entscheidende, diese Routine-Partition, wenn wir die so wählen, dass wir hier, also wir könnten die auch genauso formulieren, dass wir immer das erste Element in dem Feld nehmen. Ich habe jetzt hier das letzte gewählt. Müsste man das fast genauso machen, ein klein bisschen vertauschen meine Indizes, aber wir haben jetzt hier immer das letzte Element in dieser Partitionsfolge gewählt. Wann tritt das auf? Worst Case. Wenn die von groß nach klein sortiert ist, dann habe ich das kleinste immer am Rand. Genau, also wenn wir im Prinzip schon eine sortierte Folge haben. Also tritt auf zum Beispiel bei bereits sortierten Folgen. Gucken wir mal an. Wir gucken uns mal den Fall an, wenn dieses Partition oder Partition ungefähr zwei gleich große Felder liefert. Das heißt, bei einem Aufruf entstehen zwei Felder der Größe n halbe. Das heißt, wir hätten so einen Aufrufbaum, also wir haben irgendwie n Elemente. Jetzt schreibe ich mal nur irgendwie hin und das wird sich zerlegen in n halbe. Eigentlich ist es n halbe, n minus 1 halbe, n halbe und das wird sich dann wieder zerlegen in n Viertel, wie hoch ist der? Wie hoch ist dieser Baum? Wenn ich also immer halbiere, wann bin ich hier unten bei 1? Bei log n wieder, ne? In jedem Schritt entsteht immer Aufwand n. Hier zweimal n halbe, hier viermal n Viertel. Das heißt, wir haben einen Gesamtaufwand von O von n mal log n, ne? Das ist eigentlich dann genauso wie der Merge Sort. Also das ist letztendlich genau das Gleiche, was wir bei dem Merge Sort kennengelernt hatten. Jetzt gucken wir uns nochmal einen dritten Fall an. Und zwar irgendwie so eine Mischung. Ja, dass wir nicht sagen, so, hier haben wir jetzt den scheinbar doch besten Fall, wenn wir das in zwei gleich große Teile aufteilen. Eben hatten wir irgendwie so einen ganz schlechten Fall. Jetzt nehmen wir mal einen dritten Fall. Wir haben ja ein Pivot-Element ausgewählt mit so einer festen Position. Das machen wir auch weiterhin. Und jetzt haben wir gerade den ersten Fall, dass es irgendwie das größte oder das kleinste Element ist. Den zweiten Fall, dass es genau in der Mitte liegt. Und jetzt wählen wir mal irgendwie so einen Fall, dass das da so mittendrin liegt. Das Pivot-Element, das bewegt sich. Hier haben wir irgendwie den ersten, hier ist n. Und hier, sagen wir mal, irgendwie so ein Viertel und hier irgendwie
Dreiviertel n. Ja, und wir sagen mal, das Pivot-Element, das kommt immer so aus dem Bereich, nicht irgendwie so mittendrin. Anhand dieser, sag ich mal, Aufteilung teilen wir jetzt halt unsere Folgen auf. Dann entsteht das Folgende. Und sagen wir mal, das teilen wir jetzt wieder so auf. Auch im nächsten Schritt hier jeweils ergibt sich so eine Aufteilung. Und dann hätten wir hier beispielsweise n 16. Und das machen wir so weiter, bis wir unten überall auf 1 kommen. Der Baum ist nicht ganz gleich ausbalanciert. Also der hört hier sozusagen hier, der hört hier eher auf. Ne? Also irgendwann wird er nicht mehr so schön gleichmäßig, dass unten überall so glatt 1 stehen, wie das eben in dem Fall, eben in dem Beispiel der Fall war, sondern der wird halt so ein bisschen schief. So, wie hoch ist das Ganze denn? Also, wie tief ist dieser Baum? Oder wie hoch? Was ist denn die Tiefe eines Baumes? Sagt Ihnen das schon was? Wie viele Ebenen? Oder ganz einfach gesprochen sozusagen die Länge eines Weges, so sagt man, von hier oben, von der Wurzel bis zu dem Ende, unten einem Blatt. Ja, und sozusagen jede Kante zählt dann für 1 oder jeder Knoten zählt für 1. Was ist denn überhaupt der längste Weg? Der längste Weg, wo geht denn der her, der längste Weg? Also wir fangen oben bei n an. Wo nehmen wir sozusagen am wenigsten weg von der Folge? Ist das größer oder ist das größer? Das Rechte, ne? Ist das größer oder ist das größer? Also jetzt nicht Minus, sondern soll einfach ein Weg sein, ja? So, wie häufig können wir das machen? Das ist genau log n zur Basis 4/3. Ja, also ist einfach die Umkehrung hier. Das ist sozusagen die Höhe dieses Baumes. So, und jetzt kramen Sie das hervor, was ich Ihnen am letzten Mal gesagt habe, dass die Basis des Logarithmus eigentlich keine Rolle spielt. Das ist immer irgendwie konstant. Das heißt, wir haben hier auch in diesem Fall logarithmischen Aufwand. Das heißt, es ist jetzt egal, ob wir jetzt beispielsweise diese Aufteilung nehmen. Wir hätten beispielsweise auch so eine Aufteilung nehmen können. Also irgendwie so eine fürchterlich asymmetrisch ausschauende Aufteilung. Also irgendwie, wo wir nur sowas aus dem Rand rausgreifen. Hier liegt das ja noch halbwegs in der Mitte mit 1/4, 3/4. Aber wenn wir sagen, so wir nehmen eine 1/10, 9/10 Aufteilung. Ja, das ist Mist, was ich dahin gemalt habe. Den müssen wir wegnehmen, den auch. Ja, sozusagen, wir greifen uns immer ein Pivot-Element raus, beispielsweise auch aus diesem kleinen Teil hier. Ja, oder aus diesem großen Teil, dann ändert sich letztendlich nur die Basis an diesem Logarithmus. Also, es ist erstmal logarithmische Höhe. Sagen wir mal, das ist irgendwie gutmütige Partition oder gute Partition, wenn wir genau in diesem Bereich da drin liegen. Es genügen log n gute Partitionen. Also, wir haben logarithmischen Aufwand, n log n Aufwand bei nur guten Partitionen. Jetzt nehmen wir auch den Fall rein, dass wir ja nicht nur diese guten Partitionen haben, sondern dass wir vielleicht auch ein paar schlechte dabei haben. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben nicht nur diese guten, sondern wir haben auch noch ein paar schlechte dazu. Und die nehmen wir jetzt einfach zur Hälfte an. Wir sagen so, zur Hälfte haben wir gute Partitionen. Also wir machen jetzt im Prinzip so eine Average-Case-Analyse. Wir nehmen an, zur Hälfte haben wir gute Partitionen und zur Hälfte haben wir halt schlechte Partitionen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal an, die wechseln sich ab. Also im Mittel. Also gehen wir mal davon aus, wir haben hier n-Elemente und machen erstmal so eine schlechte Partition. Also hier haben wir dann irgendwie 0 Elemente, die noch zu sortieren sind, und wir haben hier n-1 Elemente. Jetzt machen wir wieder eine gute Partition. n-1 halbe minus 1 und n-1 halbe minus 1. Ja, das ist jetzt so eine gute Partition. Was entsteht hier an Kosten, um das aufzuteilen? Für diese Aufteilung brauchen wir insgesamt O von n. Das ist nämlich der Aufruf von Partition. Einmal hier und einmal hier an dieser Stelle. Also wenn wir in der Wurzel n Elemente haben, dann werden halt zweimal Felder dieser Größe erzeugt. Und wenn wir uns diese Kombination insgesamt angucken, also wir haben erst eine schlechte Aufteilung, dann eine gute Aufteilung, haben wir insgesamt also Feld der Größe 0 und zweimal Felder der Größe
n minus 1 halbe minus 1 und n minus 1 halbe minus 1. Das heißt, wir haben die Kosten insgesamt O von n plus O von n minus 1. Das heißt, insgesamt haben wir auch hier O von n. Ja, und wenn wir jetzt das quasi andersrum machen, sieht es genauso aus. Also wenn wir irgendwie mit einer guten Partition starten, ja, auch dann haben wir im Prinzip für diese Folge von guter und schlechter Partition Kosten von O von n. So, jetzt rechnen wir nochmal aus, gucken wir uns zwei Rekurrenzgleichungen an und dann haben wir auch schon letztendlich die endgültige Lösung. Gucken wir uns den Aufwand an für so eine gute Aufteilung. Das nenne ich einfach mal G von n. Da haben wir zweimal zwei schlechte Aufrufe, die dann in Folge kommen, plus O von n. Ja, das ist für diese Partition, das ist für diesen rekursiven Aufruf. Und die Kosten für so eine schlechte Partitionierung, da wollen wir mit einer guten weitermachen, darum G von n plus 1, n minus 1 plus O von n. Ja, und wenn wir das jetzt im Prinzip zusammenrechnen und einsetzen, dann haben wir da stehen, die Kosten G von n sind gleich 2 mal S von n halbe plus O von n. Das setzen wir jetzt hier ein. 2 mal G von n halbe minus 1 plus O von n halbe, das kommt da oben, da kommt die Klammer rum, plus O von n. Das können wir da reinziehen. Dann haben wir da stehen 2 mal G von n halbe minus 1 plus O von n. Ja, und das ist im Prinzip diese Gleichung, wie wir sie schon vom Merge-Sort kennen. Das läuft halt auf O von n log n hinaus. Das heißt, wir haben in diesem mittleren Case genau diesen Aufwand. Ja, also im Worst Case haben wir quadratischen Aufwand. Ja, aber im Mittel, egal wie wir jetzt sozusagen diese Partitionierung wählen, wenn wir nicht immer diesen schlechtesten Fall wählen, sondern ja, wenn wir beispielsweise hier sowas, so eine Aufteilung wählen, dass wir eine feste Zuordnung unabhängig von n haben, ja, dann kommen wir mit so abwechselnden guten und schlechten Partitionierungen immer auf einen logarithmischen Aufwand hinaus. Wie könnte man denn jetzt vermeiden, dass bei dem Algorithmus, so wie wir ihn jetzt hatten, wir haben ja immer das letzte Element rausgewählt. Wie könnte man sich denn abhelfen, dass man beispielsweise bei so sortierten Folgen, die bereits sortiert sind, dass dann immer dieses Worst-Case-Verhalten auftritt? Was typischerweise gemacht wird, das wird irgendwie zufällig ausgewählt. Man würfelt das quasi vorher einmal so ein bisschen durch. Also, Abhilfe. Randomisierte Variante von Quicksort. Erster Ansatz könnte sein, das liefert dann diese veränderte Routine, ja, also Randomized Partition, genauso wie eben auch, Feld A von P bis R. Wir wählen uns ein zufälliges Element aus, tauschen das quasi mit dem letzten Element und rufen dann unser ursprüngliches Partition auf. Ja, also irgendwie zwei Schritte vorweg, je nachdem wie aufwendig das hier ist, ändert das nichts an dem Gesamtverhalten. Ja, und der Aufruf von dem Quicksort sieht dann so aus, ja, eigentlich genauso wie eben auch, nur dass wir jeweils halt immer die randomisierten Varianten aufrufen. Initialer Aufruf von A von 1 bis N. So, auch hier nach umfangreicher Analyse O von N log N. Aber auch im Worst Case kann man natürlich nicht vermeiden, dass wir hier quadratische Laufzeit haben. Trotzdem ist es das Verfahren, was eigentlich typischerweise eingesetzt wird, weil es halt, sag ich mal, von der Erwartung her dieses logarithmische Laufzeitverhalten hat. Und man kann das so ein bisschen tunen sozusagen, wenn man bei der Implementierung ist, ja, dass man beispielsweise diese Aufteilung hier, diese rekursiven Abstiege nicht mehr vornimmt, wenn man eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Kleine dieser Felder erreicht hat, wenn man beispielsweise nur noch 3, 4 oder 5 Elemente hat, dass man halt dann nicht mehr weiter aufsplittet, sondern die dann halt direkt sortiert. Das kann man in endlicher Anzahl von Schritten, also sprich in konstanter Laufzeit, runterschreiben. Wenn ich beispielsweise 5 Elemente habe, kann ich halt eine Reihe von Vergleichsschritten durchführen, um das direkt dann zu sortieren. Ja, das wird man typischerweise bei so einer Implementierung machen. Das ändert letztendlich nicht sozusagen an diesem Verhalten, sehen wir auch hier. Ja, wenn wir Pech haben, wählen wir immer genau das Falsche aus. Ja, aber so, das ist eine relativ lange Berechnung hier mit den Erwartungswerten. Das kommt schon auf diese logarithmische oder n log n hin von der Laufzeit her. Und in der Praxis zeigt das halt einfach gute Werte. Wir können uns nicht davor schützen, dass wir genau sozusagen den Worst Case dann rausfischen.
Also was hier sicherlich passiert ist, das war den Fall abfangen, dass die Folge bereits sortiert ist. Wenn wir die zufällig da jetzt reinstecken, was durchaus schon mal vorkommen kann oder des Öfteren vorkommt, ja, das wird jetzt nicht mehr als Worst Case auftreten. Aber der kann nach wie vor auftreten. Ja. Also gängige Praxis ist eigentlich, dass wenn Sie so Elemente sortieren, wenn das wenige Elemente sind, 10, 20, 100 oder so, dann nimmt man häufig so ein einfaches Sortierverfahren. Und ab einer bestimmten Größe kommt eigentlich typischerweise das Quicksort zum Einsatz.